Hallo zusammen, heute sind wir zu Gast auf dem Tinthof in Vördespellen. Und was der Tinthof so alles zu bieten hat, das zeigt und erklärt uns der Bauer Christian Hülsermann gleich selbst. Also wir versuchen, alle Tiere, die wir hier auf dem Hof halten, so natürlich wie eben möglich zu halten. Und irgendwann kam der Punkt und wir haben gesagt, nein, die Natur hat so vorgesehen, die Kuh zieht ihr Kalb selber groß, nicht der Bauer mit dem Eimer, im schlimmsten Fall noch mit Milchpulver. Und das war für uns der Start, die Kühe mit den Kälbern gemeinsam auf die Weide zu lassen. Wenn man ein konventionelles Ei aus dem Laden kauft, muss man wissen, die Elterntiere der Hühner, die Eier legen, sitzen nach wie vor in Käfigen, sowohl der Hahn als auch die Henne, und produzieren die Eier, also die Bruteier, für die Legehennen. Und die Legehennen dürfen ja dann laut Gesetz nicht mehr in Käfigen sitzen. Aber für mich ist es unglaublich und unfassbar, dass immer noch Elterntiere in Käfigen sitzen. Also da bleibt mir die Spucke weg.